Trainer, am Wochenende gab es den ersten Spielausfall für den SVW. Wie wurde diese Zeit genutzt? Ja, zunächst haben wir es ja Donnerstag schon erfahren, dass das Spiel ausfallen wird. Und dann haben wir Donnerstag, Freitag nochmal ein bisschen härter und ein bisschen heftiger trainiert, ja, um da einfach auch nochmal ein bisschen spielnah zu trainieren, wie wenn wir ein Spiel gehabt hätten mit allen Spielern. Haben das auch am Freitagnachmittag dann in der Spielform gemacht mit 2x30 Minuten. Und Samstag, Sonntag haben wir dann freigemacht, ja, dass die Jungs nochmal sich erholen können. Es kommt die nächste englische Woche, steht uns bevor. Das Nachholspiel wird auch in der englischen Woche stattfinden. Das heißt, der Terminplan ist voll. Und da wollen wir natürlich auch jede Situation mal nutzen, um den Jungs auch mal kurz ein bisschen Freiraum zu geben, und das war dann natürlich dann angebracht. Derzeit klettern auch die Temperaturen wieder ein bisschen. Ist da wieder an reguläres Training auf dem Hallberg zu denken oder ist das noch zu früh? Ja, heute wird es zum ersten Mal der Fall sein, dass wir wieder oben auf Rasen trainieren können. Wir waren jetzt ja immer wieder in der Britta Arena, haben dort ausweichen können. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber natürlich wollen wir den Rasen da unten auch nicht überbeanspruchen. Ja, der ist natürlich schon nach dem Regensburg-Spiel im DFB-Pokal schon sehr ramponiert gewesen, weil da war es natürlich sehr, sehr weich und sehr, sehr tief. Von daher ist er nicht im exzellenten Zustand und den wollen wir natürlich noch nicht noch mehr belasten. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt wieder hier oben auf dem Hallberg trainieren können. Gibt es Neuigkeiten von der Front der Langzeitverletzten? Ist da vielleicht der erste bereits in Sicht oder ist da schon ein Datum anvisiert oder ein Zeitpunkt, wann jemand wieder auf den Platz zurückkehrt? Oder bleibt es alles bei Mitte bis Ende Februar? Ja, es sind zwei Spieler jetzt im Individualtraining auf dem Platz. Das ist Sebastian Mrovca und Johannes Wurz. Ja, da haben wir ganz gute Aussichten, dass sie relativ schnell auch jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Peu à peu werden wir sie ranführen. Ja, es wird sicherlich jetzt nichts für die englische Woche werden, aber danach hoffe ich, dass sie dann so nach und nach wieder dazukommen. Aber es wird natürlich auch ihre Zeit dauern, bis sie dann wieder bei 100% sind. Alle anderen sind im Moment noch in der Reha-Abteilung und versuchen dort eben ihre ersten Schritte zu machen. Gianni Korte ist auch noch angeschlagen. Ja, da müssen wir eben auch noch abwarten, was passiert. Wie gestaltet sich die Personalsituation bei dem derzeit grundsätzlich zur Verfügung stehenden Kader? Also das, was gegen Halle zur Verfügung stand, steht jetzt auch im Moment zur Verfügung. Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, ein paar kleine Wehwehchen, wo wir hoffen, dass wir es bis zum Wochenende ausmerzen können. Gustav Nilsson steht uns zur Verfügung ab sofort. Ja, ist dann eben auch oder hätte uns auch gegen Dresden schon zur Verfügung gestanden. Ist aus seiner Quarantäne befreit worden und darf jetzt im Endeffekt mitwirken und ist seit 2 Wochen im Trainingsbetrieb und steht uns deswegen auch am Wochenende zur Verfügung. Hast du dich schon entschieden? Ist Gustav ein Kandidat für den Kader oder sogar vielleicht schon für die Startelf? Ja, also mit Sicherheit ist er ein Kandidat für den Kader und dadurch, dass er auch seine Trainingsleistung gebracht hat jetzt die letzten 2 Wochen, ist jeder, der im Kader steht, auch ein Kandidat für die Startelf. Ja, wir haben eine Ausgeglichenheit drin und die wollen wir natürlich nutzen. Natürlich hat im Moment vielleicht der eine oder andere die Nase vorne, aber das heißt nicht, dass irgendein anderer, der jetzt gerade nicht spielt, kein Kandidat für die Startelf ist, sondern da ist jeder dabei und auch selbst die vielleicht noch nicht mitfahren, sind nicht weit weg und das haben wir auch gesehen. Auch der eine oder andere Spieler war in der Vorrunde mal nicht im Kader und ist jetzt im Moment in der Startformation. Von daher kann man sich immer wieder hoch oder runter spielen. Wie gestalten sich die Aktivitäten auf dem Transfermarkt? Ist da noch was geplant für den Januar? Ja, wir werden immer die Augen offen halten und wenn es natürlich noch was ergibt, sind wir noch in der Lage, auch nachzubessern. Ja, wir wissen, dass wir einen sehr, sehr kleinen Kader in der Vorrunde hatten. Ja, in der Rückrunde muss man bedenken, dass man nicht mehr nachholen kann. Auch während der ab Februar ist es vorbei, das Transferfenster. Also da kann man auch nicht mehr auf Verletzungen reagieren und deswegen müssen wir dann schon schauen, dass wir den Kader so auffüllen, dass wir wirklich auch handlungsfähig sind und dass wir jeden Ausfall auch kompensieren können. Und wir haben ja noch ein paar Langzeitverletzte, wo wir eben auch gucken müssen, kommen sie noch zurück, wann kommen sie zurück, wie kommen sie zurück und das sind alles so Dinge, die wir jetzt in den nächsten 10 Tagen, wo der Christian Hock ganz klar das Auge drauf hat und guckt natürlich auch, was auf dem Markt noch so zu haben ist und wer vielleicht noch irgendwo abgegeben wird. Samstag steht der Rückrundenstart in der 3. Liga an. Es geht zum SC Verl. In der Hinrunde war der Auftakt in der gefühlten Wahrnehmung mit einem Remis mittelprächtig. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen relativiert, oder? Ja, absolut. Ich glaube, dass Verl eine hervorragende Vorrunde gespielt hat, Hinrunde gespielt hat. Ja, haben jetzt 30 Punkte nach 19 Spielen, sind damit natürlich auch sehr, sehr gut gefahren, sehr, sehr zufrieden und können sehr, sehr stolz sein auf das, was sie geleistet haben. Und ich glaube, es zeigt einfach nochmal, dass das Hinspiel von unserer Seite gar nicht so schlecht war. Ja, weil ich glaube schon, dass wir Verl kontrolliert haben, aber eben auch nicht die riesen Torchancen erspielt haben, weil Verl auch sehr, sehr unangenehm als Gegner ist. Aber trotzdem haben wir ein gutes Spiel dann gemacht. Ich habe Verl jetzt mehrmals gesehen und
weiß, wie die anderen Gegner Probleme hatten, beziehungsweise wie Ferl ihnen Probleme bereitet hat. Und das erwarte ich auch am Samstag. Und das wird eine ganz, ganz heiße Aufgabe, eine schwere Aufgabe. Aber da freuen wir uns auch drauf, mit so einem Gegner sich nochmal zu messen und zu gucken, ob wir uns im Gegensatz zur Vorrunde vielleicht einen Tick verbessert haben auch. Du hast schon die Spiele angesprochen, wo du Ferl beobachtet hast. Was macht sie aus deiner Sicht als Mannschaft aus, beziehungsweise so stark? Und sind sie für dich auch vielleicht die positivste Überraschung der Saison bislang? Ja, auf jeden Fall sind sie eine positive Überraschung und stark macht sie einfach, dass sie ja eine unglaubliche Mentalität, Aktivität haben, aber auch einen klaren Plan, ja, den sie verfolgen, dem sie treu bleiben, auch mit 5, 6 Wechseln können sie trotzdem ihren Plan durchziehen und das heißt, dass das ganze Kollektiv einfach gut funktioniert, ja, dass der Trainer im Endeffekt auch alle gut mitnimmt, macht einen hervorragenden Job in Ferl und von daher, das sieht man, auf dem Plan eine klare Strategie und deswegen versuchen sie die auch 90 Minuten durchzusetzen und geben auch nicht auf, ja, haben in Haching kurz vor Schluss noch ein Spiel gedreht, haben in der Rückrunde jetzt mehrmals nach Rückstand nochmal zurückgeschlagen und gepunktet und deswegen müssen wir höllisch aufpassen und sind vorbereitet auf einen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Was erwartest du von deiner Mannschaft am Samstag für einen erfolgreichen Rückrundenstart? Ja, ich erwarte, dass wir da mit Mut hinfahren nach Ferl und versuchen, unser Spiel durchzudrücken, versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen, versuchen, mit dem Ball Lösungen zu finden. All das, was wir im Endeffekt in den letzten 3 Spielen auch ganz gut gemacht haben, vor der Winterpause und auch jetzt nach der Winterpause mit Halle. Und wir müssen eben gucken, dass wir den Gegner so lange bearbeiten, bis wir irgendwann mal durchbrechen und ihm natürlich auch oder dem Gegner wenig Chancen geben. Das ist das Ziel und es wird ein heißer Tanz. Das Stadion ist klein, ist ein Stadion, wo man nicht so gerne hinfährt, was ich so gehört habe. Ich war selber in einem Pflichtspiel noch nicht dort, aber die dort waren, sagen, es macht nicht so viel Spaß, gegen Ferl dort zu spielen und genau diesen Spaß müssen wir aber versuchen zu verkörpern und müssen uns darauf freuen, dass wir in so einem Stadion dann versuchen, dagegen zu halten. Dankeschön. Bitte.